Hallo, mein lieber Zwilling. Mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Zwilling. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Den Zeitstempel für den Beginn dieser Legung sowie nähere Informationen zu meinen Legungen findest du übrigens unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Zwillinge. Nimm daher auch nur das mit, dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, mein lieber Zwilling, da kommen aber viele Informationen für dich daher. Eine umfangreiche Botschaft. Hier tut sich gerade einiges, so wie ich das sehe. Ich kann hier erkennen, was dich gerade sehr stark belastet ist, dass es schwierig ist, aktuell ja irgendwo flexibel zu sein, beziehungsweise in den Fluss zu kommen, eventuell auch aufzubrechen, etwas anzufangen, also irgendwo ein Gefühl von auf der Stelle treten. Ja, und ich sehe hier aber auch etwas, ich sehe hier eine, ja, schon eher vornehmlich weiblich gelesene Person. Da das eine allgemeine Kartenlegung ist, kann das natürlich auch eine männliche Person sein. Ja, also üblicherweise sehe ich das eher geschlechtsneutral in dieser Angelegenheit, aber merke ich schon, eher beim Großteil, dass es sich hier um eine Frau handeln dürfte, die für irgendetwas ja Positives sorgt, so wie ich das sehe. Das kann jemand sein, den du schon länger kennst. Das kann auch eine ganz neue Begegnung sein. Es löst auf jeden Fall etwas Positives aus in dir, der Kontakt zu dieser Person. Das muss nicht sein, dass du, ja, also das muss nicht sein, dass diese Person in deinem Leben bleibt. Ja, das ist auch nicht relevant dafür. Es geht mehr darum, das löst etwas Positives aus. Das kann dann natürlich auch sein, also ich meine, darauf tippe ich jetzt eher nicht, aber vielleicht bei einer ganz, ganz winzig kleinen Gruppe, dass es hier um eine Person geht, mit der du dich eigentlich gar nicht so recht verstehst, aber trotzdem der Kontakt etwas bewirkt, wo ein Aufwärtstrend dann sichtbar wird. Ja, also dass du hier vielleicht etwas in einem anderen Licht wahrnimmst beispielsweise und dann ja die Dinge zum Guten drehen kannst. Ja, also es ist egal, wie du zu dieser weiblich gelesenen Person stehst oder vornehmlich weiblich gelesenen Person stehst, das hat einen Sinn, das hat insgesamt eine positive Wirkung, ja. Es kann hier sehr gut sein, dass es hier auch um gewisse Gefühle geht, ja, dass sich hier etwas in deiner Gefühlswelt transformiert zum Positiven hin, ja. Sehr, sehr spannend. Also das könnte ich natürlich näher auslegen, wenn ich deine individuelle Situation kennen würde, aber so wie ich das hier sehe, ist das die Kerninformation, die du hier brauchst. Wir schauen jetzt mal in die Außenschau, also wie sieht deine Situation von außen betrachtet aus? Und das ist auch enorm
Spannend, mein lieber Zwilling. Hier können wir einen Neubeginn sehen, der schon gestartet ist. Ja, also du beginnst hier irgendetwas Neues. Etwas Neues zeigt sich hier. Das ist noch am Anfang, also bei den meisten noch relativ klein und unscheinbar. Vielleicht auch noch gar nicht so eine große Priorität, kann auch sehr gut sein. Also vielleicht auch für den einen oder anderen eine Idee, wo man langsam an die Umsetzung denkt oder hier vielleicht den Entschluss gefasst hat, das werde ich machen oder das möchte ich machen. Das kann natürlich auch eine zwischenmenschliche Verbindung sein beim einen oder anderen, ein neuer Kontakt, also dass du jemanden kennengelernt hast, egal ob es um die Liebe geht oder Freundschaft oder berufliche Kontakte. Und dieser, also wenn das hier ein Kontakt ist bei dir, dann kann ich dir hier sagen, dann hat diese Verbindung ein Wachstumspotenzial. Also das ist etwas, das lange bestehen kann. Hängt aber natürlich auch immer davon ab, wie sich beide Beteiligten verhalten. Ja, also das, wir können hier Potenziale auslesen, aber was gemacht wird, das ist natürlich immer deine Sache, beziehungsweise wenn es hier tatsächlich um eine weitere Person geht, auch eben Sache dieser Person. Aber das ist ein, also egal welcher Neubeginn das hier ist, mein lieber Zwilling, das ist hier auf jeden Fall etwas sehr, sehr Positives. Und parallel dazu haben wir hier auch diese Themen, die dazu führen, dass du dich hier aktuell nicht so ganz, nicht in dem Tempo vorwärts bewegen kannst, wie du es gerne möchtest. Ja, also diese drückende Stimmung. Und die setzt sich zusammen aus mehreren Komponenten. Das kann jetzt natürlich auch sein, dass hier irgendetwas vorgefallen ist, dass Erinnerungen wachgerüttelt hat, an die man sich nicht mehr unbedingt erinnern möchte. Ja, also das kann durchaus sein. Es können aber auch mehrere Themen sein, die ganz aktuell sind. Ja, also das, wann das stattgefunden hat, das ist hier nicht so wichtig. Es geht nur darum, es sind verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass du hier aktuell einfach ja nicht von der Stelle kommst. Und vornehmlich geht es ja auch um eine Einwirkung von außen. Also vermute ich, dass es hier um andere Personen geht. Oder dass es hier auch vielleicht um bestimmte Umstände geht, die dazu führen, dass sich hier einiges aktuell einfach querstellt. Da würde ich sagen, schauen wir doch mal direkt in die Blockaden, die hier aktuell hochgefahren sind. Denn genau diese Blockaden sind jetzt auch bereit aufgelöst zu werden und sorgen in der aktuellen Situation für Verzögerungen bzw. Stillstände. Und wenn diese Blockaden dann aufgelöst sind, dann stellt sich üblicherweise Erleichterung ein und deine Angelegenheiten kommen wieder mehr und mehr in den Fluss. Wir schauen uns im Anschluss wie immer die Lösungsimpulse an und abschließend wagen wir noch einen Blick in die Tendenz. Es kann aber auch durchaus sein, dass sich hier in den Blockaden das ein oder andere Thema zeigt, das dir einfach nur bewusst werden soll, um dann schon in die Auflösung gehen zu können. Und ich würde sagen, wir starten im Umfeld. Wir schauen uns ja immer eine Blockade an, die direkt mit anderen Menschen zu tun hat. Und da zeigt sich ein Teufelskreis. Das ist jetzt, das bedeutet auch immer, dass dieser Teufelskreis bereit ist, durchbrochen zu werden. Irgendetwas im Zwischenmenschlichen wiederholt sich hier. Das ist doch kein Grund zur Sorge, mein lieber Zwilling. Das, was hier entscheidend ist, jetzt ist ein guter Zeitpunkt gekommen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Ich nehme an, dass es hier vermutlich um diese Themen geht, die sich hier zu Beginn der Legung gezeigt haben. Vielleicht wiederholt sich hier etwas. Das kann sein, dass sich hier gefühlsmäßig etwas wiederholt. Ja, also dass du hier, dass es hier zwar unterschiedliche Situationen sind, aber die fühlen sich ähnlich an. Es kann aber auch sein, dass du tatsächlich ähnliche Situationen wieder erlebst. Und wenn wir beispielsweise sagen, warum passiert das immer mir? Dann ist das eben auch üblicherweise ein Hinweis auf einen Teufelskreis, was bedeutet,
Was jetzt auch nicht bedeutet, dass wenn jemand anderes hier irgendetwas macht, was nicht in Ordnung ist, dass das dann legitim wäre. Nein, auf keinen Fall. Das, was hier wichtig ist, mein lieber Zwilling, ist, dass du hier anders handeln kannst. Hier kann dir ein Glaubenssatz beispielsweise im Weg stehen, der erkannt werden möchte. Und dann eben auch umformuliert werden kann. Denn es geht hier immer darum, beim Thema Teufelskreis anders zu handeln als bisher. Ja, also da geht es dann natürlich auch darum zu erkennen, was könnte ich anders machen oder was kann ich optimieren. Denn dann kann dieser Teufelskreis hier aufgelöst werden. Ja, kann auch sein, dass diese vornehmlich weibliche Person Teil dieser Auflösung ist. Also vielleicht dir diesen Teufelskreis aufzeigt durch ihre Präsenz oder wenn du dich sehr wohl mit dieser Person fühlst, du erkennst, dass in einer anderen Verbindung eben ein Teufelskreis besteht oder etwas geschieht, das dir bekannt vorkommt und zwar vornehmlich unangenehm bekannt vorkommt. Das ist hier gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du den Teufelskreis erkennst und dann auch durchbrechen kannst. Und wenn sich das hier auch zeigt, dann ist das absolut möglich, den zu erkennen. Ja, also bitte setz dich hier dann nicht unter Druck. Das kann einfach sein, dass es in den nächsten Tagen dann einfach Klick macht und du erkennst, ah ja, das wiederholt sich. Und da kann ich dann was anders machen. Schauen wir mal weiter. Dann haben wir noch eine Blockade, da geht es um eine Unklarheit. Und vornehmlich geht es ja auch darum, dass hier jemand, ja, dass sich hier jemand verstellt. Ja, oder ein Pokerface aufsetzt oder hier vielleicht bestimmte Informationen dir vorenthält. Kann natürlich auch von deiner Seite ausgehen, dass du hier bestimmte Informationen für dich behältst, die geteilt werden sollten. Aber ich glaube, es geht hier um eine andere Person, also irgendetwas ist hier unklar und du weißt nicht so recht, woran du bist. Und das ist natürlich auch eine ganz, ganz klassische Blockade, die einen natürlich auch sehr stark beschäftigt. Ja, denn hier ist irgendetwas unklar und ich vermute, dass das hier auch, also dass sich das auch hier in der Ausgangssituation zeigt, eben als einer dieser Punkte oder eben, dass das hier eines der Themen ist, dass du hier vielleicht bei mehreren Angelegenheiten im Unklaren bist oder nicht so recht weißt oder weißt, dass du hier nicht alle Informationen hast. Das soll sich aber, so wie ich das sehe, kann man das hier offenbar aufdecken. Aber schauen wir mal weiter. Auf deiner Ebene haben wir hier auch eine sehr spannende Blockade, denn hier geht es darum, dass du hier aktuell auch etwas schützt, eher vielleicht auch eher dich ein bisschen zurückziehst, was man auch nachvollziehen kann. Nur, mein lieber Zwilling, hier soll sich jetzt auch etwas ändern. Es ist wichtig, dass du wieder mehr rausgehst, ja, aktiv wirst, denn eine Veränderung, die du dir wünschst, wird eben dadurch auch blockiert. Und bei dieser Veränderung, also das kann ich auch verstehen, dass du hier vielleicht noch ein bisschen zögerst, denn bei dieser Veränderung geht es auch vermutlich um eine größere Angelegenheit, ja, wo man noch nicht alles so recht einschätzen kann und wo teilweise das Chaos ein bisschen vorprogrammiert ist, ja, oder wo es vielleicht um einen enorm großen Aufwand geht, ja, das kann man nachvollziehen, mein lieber Zwilling, nur das wird einfach auch nicht besser, je länger man das hinauszögert, ja, das ist auch eine Überlegung, die man anstellen sollte. Nur was ich einfach auch sehe, ist, dass du dir diese Veränderung wünschst. Und deshalb ist es jetzt wichtig, in die Umsetzung zu gehen, sich dieser Veränderung auch zu stellen. Ja, wir schauen jetzt mal in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Und das ist jetzt wirklich sehr spannend auf deiner Ebene.
wo es hier um eine bestimmte Veränderung geht, ja. Du hast hier ein Ziel vor Augen, das du erreichen möchtest. Und hier sehe ich jetzt eine wirklich spannende Aufklärung vom Universum. Denn das, was ich hier sehe, ist, dass viele Wege an dein Ziel führen. Ja, also es kann durchaus sein, dass du momentan das Gefühl hast, auf der Stelle zu treten und das einfach nur eine Illusion ist. Ja, denn oft kommt es vor, dass uns die Ziele so weit entfernt erscheinen. Und dann geschieht etwas und plötzlich bist du da, ja. Also das ist hier auch möglich. Wichtig ist für dich hier zu erkennen, es gibt Alternativen. Es gibt nicht nur einen Weg, der dich dorthin führt, sondern auch andere Möglichkeiten. Das kann jetzt, um ein Beispiel zu nennen, sein, dass du das Gefühl hast, das muss mit einer bestimmten Person gemacht werden. Aber irgendetwas stellt sich hier quer. Dann kann man sich überlegen, also beispielsweise, wenn du irgendein Projekt vorhast und du möchtest das mit einer bestimmten Person machen. Und aus irgendeinem Grund will das Ganze nicht klappen. Und dann kann es sehr gut sein, dass du hier jemand anderes kennenlernst oder triffst, wo das Ganze dann aber plötzlich möglich wird, ja, also wo dann plötzlich etwas in die Umsetzung geht. Und bei der anderen Person, mit der du das beispielsweise machen wolltest, vielleicht einfach diverse Umstände dazu führen, dass es einfach nicht geht, ja, aber es geht hier um ein bestimmtes Ziel und das ist eben auch so wichtig zu erkennen, es gibt alternative Wege dorthin, nicht nur einen Weg, ja, also das ist ganz wichtig, um auch hier ins Tun zu kommen, ja. Schauen wir mal weiter. Das ist auch sehr interessant, denn hier geht es darum, dass dir hier jemand irgendetwas vorenthält oder dass du nicht so recht weißt, woran du bist. Und was ich hier sehe, ist, dass diese Person, um die es hier geht, dass das auch, also dass der zum einen habe ich das Gefühl, nicht viel dahinter sein könnte, ja. Es ist eine dominante Person, die sich hier zeigt in den Lösungsimpulsen und es ist wichtig zu erkennen, dass diese Person gar nicht so viel zu sagen hat oder hier irgendetwas eher verbirgt, was mit ihr selbst zu tun hat. Also bei dieser Person, ich bin mir nicht sicher, ob es hier um diese Person geht, die sich zu Beginn der Legung gezeigt hat oder um eine weitere Person, ja. Diese Person sehe ich hier in diesem Kontext eher geschlechtsneutral. Das ist hier ein bestimmtes Thema mit diesem im Unklaren sein, das hier entscheidend ist. Ja, also das kann beim einen oder anderen tatsächlich diese Person sein oder eben eine weitere Person. Und wichtig ist, diese Person so zu erkennen, wie sie ist. Und diese Person verbirgt etwas und das hat mit ihr selbst zu tun. Das kann auch sein, dass das irgendetwas ist, was dieser Person einfach unangenehm ist, was dann irgendwie dazu führt, dass alles irgendwie auch kommunikationstechnisch seltsam wird, dass man hier irgendwo merkt, etwas stimmt nicht, aber man kann es nicht so recht greifen. Und es ist wichtig, diese Person so zu erkennen, wie sie ist und nicht, wie man sie gerne haben möchte oder das Potenzial in dieser Person zu erkennen, sondern was macht diese Person, ja. Und das ist auch wichtig, so wie ich das sehe, das zu erkennen, denn das wird offenbar dazu führen, dass dieser Einfluss oder diese negative Wirkung, diese Blockade sich auflösen soll. Vielleicht geht es ja auch um ein klärendes Gespräch, ja. Das könnte ich mir gut vorstellen. Oder eben kann natürlich auch sein, dass du hier erkennst, okay, es ist schon die ganze Zeit so schwierig. Dann stellt sich natürlich die Frage, möchte man hier in Kontakt bleiben oder nicht, ja? Oder geht es ja vielleicht darum, ein bisschen auf Abstand zu gehen? Ich meine, man muss hier nicht zwingend einen Kontakt abbrechen.
sprechen, aber vielleicht geht es ja auch um klare Grenzen, um klare Regeln, die hier aufgestellt werden möchten, ja. Weil sich diese Person schon auch irgendwo aufplustert, habe ich so das Gefühl. Und auch dazu führt, dass sich hier einiges so schwierig vorwärts bewegt, ja. Das sehe ich hier auf jeden Fall. Schauen wir mal weiter in den zwischenmenschlichen Bereich. Und hier geht es um eine klare Veränderung. Was ich hier sehe, ist, dass dieser Teufelskreis durchbrochen werden soll. Der ist jetzt wirklich reif, aufgelöst zu werden. Also dürfte das enorm leicht zu erkennen sein, was hier geschieht. Und das ist natürlich sehr wunderbar, mein lieber Zwilling, denn hier kann man einfach erkennen, du hast es in der Hand, wann das geschieht oder wann du hier eine Veränderung vornimmst. Denn dieser Teufelskreis ist jetzt einfach schon so weit oder so offensichtlich, dass man ihn gar nicht mehr wirklich übersehen kann. Und das ist wirklich toll, ja. Also das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Und das Universum sagt hier auch, du entscheidest, wann sich hier etwas verändert. Denn so wie es jetzt ist, so soll es nicht weitergehen. Und du hast es hier auf jeden Fall in der Hand. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Ja, auf deiner Ebene können wir hier erkennen, dass du hier eine wichtige Erkenntnis hast. Du sollst hier erkennen, was nicht mehr stimmig ist. Ja, dir wird etwas auffallen, das sich mehr als Last anfühlt, als Belastung. Ja, das kann alles Mögliche sein. Das wird sich ganz klar zeigen. Irgendetwas, das du hier schon länger mitträgst, das sich hier vielleicht eben auch schon in der Ausgangssituation gezeigt hat, das wird dir hier klar werden und dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, hier etwas zu machen. Das schwingt hier irgendwo mit, aber es möchte noch erkannt werden und du wirst es offenbar erkennen, wenn du dich hier auf den Weg machst, auf dein Ziel zu, ja, also diese Veränderung annimmst, ja, eben da, wo ich vorhin gesagt habe, da könnte das Chaos schon vorprogrammiert sein, weil das hier eine größere Veränderung ist und das hat aber etwas Gutes, denn das kann sein, dass du plötzlich etwas erkennst, ah ja, sieh dir das mal an, das passt dir irgendwie gar nicht mehr in mein Leben, da verändere ich jetzt etwas und das ist auch eine sehr spannende Entwicklung. Schauen wir mal weiter. Ich schaue jetzt hier in den zwischenmenschlichen Bereich, denn hier geht es nochmal um diese Unklarheit und dass sich deine Mühen lohnen sollen. Ja, also ich sehe hier eben auch, dass es geht ja auch um diesen Teufelskreis. Es kann auch sein, dass du hier, dass es hier darum geht, dass du sagst, ja, wir können in Kontakt bleiben, aber was dieses Projekt beispielsweise betrifft, das lassen wir bleiben. Ja, also um bei diesem Beispiel zu bleiben. Was dazu führt, dass hier die Bahn frei wird für etwas anderes, ja. Also nur um das ein bisschen greifbarer zu machen, denn ich sehe, diese Unklarheit führt dich zu einem ungeahnten Gewinn. Das kann etwas Finanzielles sein, aber es kann auch einfach etwas, eine Erkenntnis sein, die enorm wertvoll für dich ist, ja. Irgendetwas soll hier Früchte tragen. Und ich denke, es geht hier eben auch darum, anders zu handeln als bisher. Ich kann das leider nicht näher auslegen, was das hier sein könnte. Aber was ich hier einfach sehe, ist, dass sich deine Mühen lohnen sollen und dass hier ein ungeahnter Gewinn auf dich zukommen soll. Gerade was diese zwischenmenschliche Thematik betrifft.
Ja, dann haben wir hier noch etwas und da geht es um diesen Neuanfang, der sich hier auch noch einmal zeigt in der Tendenz. Und es ist hier wichtig, einen gewissen Zeitpunkt nicht zu übersehen, mein lieber Zwilling. Das heißt jetzt nicht, dass das hier eine 5-Minuten-Entscheidung sein wird. Denn was ich hier sehe, ist, dass hier ein Aufbruch angezeigt wird, ein Aufbruch zu neuen Ufern, vielleicht eine neue Aufgabe, eine neue Möglichkeit. Ich glaube, dass das schon auch irgendwo zu einem gewissen Grad geplant ist. Das kann auch diese große Veränderung hier sein. Und es ist eben auch sehr wichtig, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, was diese Person betrifft. Denn diese Thematik könnte dazu führen, dass du dieses Zeitfenster hier verpasst, was diesen Neubeginn betrifft oder diese Veränderung betrifft, diesen Aufbruch. Also vermute ich, dass es hier um ein gewisses Zeitfenster geht, das genutzt werden möchte. Und da ist es einfach entscheidend, diese Angelegenheit hier zu klären oder sich vielleicht hier aus einer Verstrickung herauszulösen, die sich hier zeigt, die das Ganze hier einfach auch sehr stark belastet oder abbremst. Es kann ja eben auch sein, wenn ich mir das jetzt nochmal von dieser Perspektive ansehe, dass diese Person dich sehr stark beansprucht, sehr viel Aufmerksamkeit von dir fordert, das über ein normales Maß hinausgeht. Und da kann es dann einfach wichtig sein, hier einfach bestimmte Grenzen festzusetzen, damit du dich hier um deinen Neubeginn hier kümmern kannst, beziehungsweise um dieses Ziel, das sich hier auch zeigt. Ja, das heißt nicht zwingend, dass diese Person hier ein böser Mensch sein muss. Es kann auch einfach sein, dass diese Person gerade enorm viel einfordert und gar nicht merkt, dass das hier vielleicht schon ein bisschen den Rahmen sprengt. Und da ist es dann natürlich wichtig, ein Gespräch zu führen und zu sagen, schau mal, so viel Zeit habe ich, aber ich habe noch das und das zu erledigen. Ja, also das kann ich hier abschließend auch noch herauslesen, mein lieber Zwilling. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.